Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Rollerprojekt. Ne? Diese formschöne Kiste ist ja, wie gesagt, im ersten Teil schon gefertigt worden. Ich habe euch erklärt, dass alles abgeht. Ne? Jetzt werden wir die Kiste auf jeden Fall ein bisschen schicker machen. Ne? Die müssen noch einen Deckel arretieren, die muss auch befestigt werden ordentlich. Ich möchte ja, wie gesagt, nichts verschrauben an dem Roller. Es soll alles ganz einfach wieder entfernbar sein und der Roller soll, also es sollen keine Löcher gebohrt werden in den Roller, keine Muttern eingelassen werden und sowas halt. Ne? Das soll, was das angeht, möglichst original bleiben. Das heißt, wir werden jetzt die Kiste mit Spanngurten auch festmachen. Ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen, dass es ordentlich hält, nicht so dumm aussieht und so weiter. Die Kiste muss noch schick gemacht werden. Dann werden wir das Solardach heute drauf bauen. Ich habe schon alles beschafft. Und wenn alles glatt läuft in dem Teil, werden wir schon die erste Ausfahrt machen zusammen. Mal gucken. Um die Kiste jetzt ordentlich zu befestigen, wäre es natürlich am besten von der Haltbarkeit her mit einem Spanngurt und mit einer Ratsche. Dann kriegst du die so fest, da kannst du den Roller daran wegtragen. Ne? Ist allerdings optisch unschön, wenn da so eine riesen Ratsche dranhängt. Zweitens ist die schwer und es ist auch nicht ganz so praktisch. Deswegen habe ich mir erstmal die Dinger geholt. Damit werde ich es zuerst probieren. Die kann es natürlich nicht so schön spannen, aber ich habe dafür eine Idee, wie wir die mit dem Deckel in Kombination mit den Dingern automatisch spannen können. Und ja, mal gucken, ob das funktioniert. Also das ist wieder mal eine schöne, einfache Lösung, das gefällt mir. Ne? Diese Winkel hier einfach aufgebogen und dann hier festgeschraubt. Die verklemmen sich mit dem Rahmen, dadurch ist die Kiste wirklich richtig fest hier. Ne? Spanngurt festziehen, fertig. Ne? Gegen Verschieben gesichert und gut ist. So, fertig ist die Kiste gestrichen, nicht schön, aber selten und hat jetzt ungefähr die Farbe vom Roller, dann fällt sich so sehr auf. Als Solarpanel möchte ich das Solarpanel nehmen, was ich schon beim Fahrradwohnwagen mobil benutzt habe. Das ist hier von Wattstunde, glaube ich, oder ne Quatsch, schon Off-Grid-Tech war das. 160 Watt hatte ich aufgeschnitten und zerlegt, damit es leichter wird und neu vertratet. Also das kann man original nicht dafür nehmen, weil das war, diese vier Module waren original parallel verschalten. Ich habe das alles zerlegt und neu verkabelt. Jetzt sind die seriell sozusagen und damit kann ich mit einem Victron 48 Volt Regler direkt mein E-Bike Akku laden. Und das möchte ich hier für den Roller verwenden. Ich bin mal gespannt, wie gut die sich machen. Ne? Weil wenn man sich jetzt mal die von Power Oak anguckt, hier, die ich gekriegt habe. Ne? Also die hat sich schon stark verändert. Die hängt ja hier immer in der Sonne, ist ja fest dran. Aber die hat sich schon stark verändert. Also erstens mal ist ja die Hülle überhaupt gar nicht UV-beständig. Das war richtig schwarz hier mal. Ne? Das ist nur noch grau und da hängt da gerade mal ein Jahr oder so, hängt das Ding gerade mal hier dran. Die Flächen sehen noch, naja, die sind auch schon deutlich blasser geworden, würde ich sagen. Bringt noch gut Strom, aber dafür, dass das Ding 300 Euro kostet, finde ich das nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mal gespannt, wie gut der sich hier macht letztendlich. Das sind halt alles eigentlich mobile und nicht für Festinstallationen, aber trotzdem muss das noch UV-beständig sein, weil du hängst es ja an die Sonne aus meiner Sicht. Ne? Ja, und dafür muss ich jetzt ein Gestell bauen, dass wir das dann da drauf bauen können. Ach, muss ich mal in den Schatten gehen. Ey. Man muss sich erstmal wieder an die Sonne gewöhnen. Das ist Wahnsinn, wie die ballert. Also ich habe mich hier gegen Rundrohre entschieden, sondern Vierkantrohre habe ich mich entschieden hier. Da muss ich zwar Hülsen setzen, damit ich hier oben nicht verschrauben kann. Aber für mich ist das immer noch die einfachere Variante, so ein Ding aufzubauen, sag ich mal. Die werde ich ein bisschen biegen müssen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ganz kleiner, mit einem minimalen Winkel brauche ich wahrscheinlich. Und daraus möchte ich auf jeden Fall ja einmal komplett rundherum, wie gesagt, die Befestigung fürs Dach bauen und auch die Streben runter zum Roller hin. Ne? Wie gut das hält, keine Ahnung. Mein erstes Solardach, was ich baue. Die Erfahrung will ich hier sammeln für mein Trike, was ich jetzt auch bestellt habe. Und da sei auch ein Solardach drauf, mindestens 400 Watt halt. Also ich brauche da ein bisschen Erfahrung, ne? Dass das klappt und dass ich es auch unterwegs einfach reparieren kann, wenn mal irgendwas ist. Ne? Rohre wären, was Torsionskräfte angehen, definitiv besser. Ne? Aber ja, das ist für mich total schwer, die miteinander vernünftig zu verbinden und dann auch am Rahmen festzumachen und so weiter. Hiermit habe ich halt einfach Erfahrung und ich denke, dass ich das damit ganz gut hinkriegen werde.
So, da sieht man mal, welche Ausmaße das annimmt. Das wird also hinten und vorne so 20, 30 cm überstehen circa. Und ja, jetzt müssen wir das hier halt irgendwie befestigen. Ne? Und es soll ja, wie gesagt, nicht zum Roller festgeschraubt werden, sondern nur geklemmt, gespannt, wie auch immer. Die hinteren werde ich auf jeden Fall hier einfach so dran machen, ne? Dass die quasi so nach oben wegstehen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und die vorderen, die wollte ich gerne mit einer großen Schlauchschelle hier vorne festmachen. So. Tja, das Problem ist halt nur, ich muss die ganz leicht verformen, weil die ja nicht gerade hochgehen, sondern leicht im Winkel nach drüben. Nach drüber. Und das ist halt die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Ne? Verbiegt das mal vernünftig hier, ohne dass es gleich kaputt geht. Ne? Und ein bisschen rumfrickeln. Et voilà, fertig ist unsere Rohrbiegemaschine. Also auf so eine Scheiße stehe ich, ne? Ich meine, ich könnte mir Rohrbiegemaschinen kaufen oder was auch immer. Ich könnte mir auch sonst was noch für Werkzeug kaufen. Ich meine, das ist mir eigentlich schon zu viel, was ich habe. Aber wenn du gewisse Sachen machen willst, bräuchst du halt doch besseres Zeug. Aber gucke hier. Also das reicht mir so zu, so kann ich genau den Winkel erzeugen, den ich brauche und es ist auf jeden Fall noch stabil genug. So, also die vorderen Streben sind schon mal dran, also das hält besser als gedacht. Vom Biegen her, ich habe gerade mal angehalten, passt auch ziemlich gut. Die ist ein bisschen zu weit gebogen, aber das ist alles noch im Rahmen. Ne? Tja, jetzt hinten noch die Dinger dran und dann macht es bestimmt ulkig aussehen. Ich habe jetzt erstmal kurz mit Kabelbinder das hier ein bisschen festgemacht, vergessen die Kamera anzumachen, aber ich kann es euch jetzt ja zeigen. Auf jeden Fall wird eins klar, das wird eine lustige Konstruktion beim Fahren. Ich habe aber, glaube ich, die Dinger zu kurz gemacht, ich Idiot, aber ich kann die noch ein bisschen nach oben machen. Ich muss nämlich noch das Sitzpolster, meine Oma hat nämlich gerade angerufen, die macht mir auch ein schönes Sitzpolster, was ich mit Klettern drauf machen kann, dass man auch gemütlich sitzen kann. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob überhaupt das mit der Sitzhöhe noch passt, dass ich mit dem Kopf nicht gegen das Dach stoße beim Fahren, weil das wäre natürlich doof. Scheiße, ich dumme Sau. Es ist zu niedrig hier, gut, hier hinten hängt es ein bisschen runter. Ja, muss ich ein bisschen von der Höhe verändern hier, so geht das nicht. Das ist doch echt scheiße, Alter. Was habe ich nie gemessen? Also, hier werde ich noch ein paar Tage mehr Gehirnschmalz reinwandern lassen müssen, denn der Befestigungspunkt ist entscheidender, als ich das gedacht habe, was die Stabilität angeht. Ich denke mal, dass das sonst zu schwupsch wird irgendwie. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es mache, aber irgendwie wird es bestimmt werden. So, ich war zwischenzeitlich schon gut am Verzweifeln. Ne? Alleine nur, was die Befestigung hier vorne am Rahmen angeht. Jetzt war ich aber nochmal auf dem Baumarkt, habe nochmal andere Schellen geholt und habe das jetzt hier unten richtig gut festbekommen und musste zwar ein bisschen mehr erstmal rumbiegen, was mit meiner Spezial-Rohrbiegemaschine da unten natürlich nicht so geil ist, aber hat soweit erstmal funktioniert. Tja, also ich bin trotzdem nicht so optimistisch, weil das Material scheint zu schwupsch zu sein. Das sind ja 15 mm Rohre. 20er wären schon ganz schön fett, aber okay, ich werde es erstmal damit probieren, werde es trotzdem so zusammenbauen und das halt wenigstens erstmal nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und vielleicht gibt es ja ein Wunder und es hält trotzdem. Also das Dach ist soweit erstmal drauf, aber das ist viel zu wackelig, ne? So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das noch irgendwie verstreben kann, dass das stabiler wird oder ob man hier wirklich einfach deutlich stärkeres Material nehmen muss dafür. Ich denke, man muss hier deutlich stärkeres Material nehmen, aber dann wird der ganze Quatsch halt auch wieder zu schwer. Ne? Das ist eben der Punkt. Ich meine, cool sieht's aus, aber so brauchst du nicht fahren, das bricht dann nach ein paar Kilometern, bricht dir das runter, bin ich überzeugt von. So Freunde, mal kurzer Statusbericht. Also das war mir wie gesagt auf jeden Fall zu wackelig, das hätte nicht lange gehalten und es wäre auch fahrtechnisch eine Katastrophe gewesen. Ja, vielleicht für 1-2 Runden hätte es gereicht, aber ich will das ja schon so haben, dass es stabil ist. Beziehungsweise wir es wenigstens probieren. Das könnte halt echt ein Projekt sein, wo ich sage, okay, das gebe ich auf, beziehungsweise da bin ich dran gescheitert.
Weil, guck mal, eine so eine Stange kostet mich ja 20 Euro. Und also die von den dicken, ich habe jetzt hier nochmal eine 25 mm vom Baumarkt heute früh geholt. Das macht einen deutlich stabileren Eindruck. Und da kannst du den ganzen Roller dran hoch und hinkippen und es schwingt relativ wenig. Aber es schwingt eben dann doch noch. Na, ich kann jetzt auf jeden Fall noch ein paar Verstrebungen reinmachen, das probiere ich. Und das Geld investiere ich jetzt auch nochmal, das riskiere ich nochmal. Die Stangen kann ich ja dann notfalls zumindest Teile davon für andere Sachen verwenden. Da, wo ich gebogen habe, sind sie halt Schrott. Und wäre es, glaube ich, jetzt nochmal riskieren, nochmal vier, so eine, also die anderen Stangen auch noch mit 25 mm zu ersetzen. Und dann werde ich so gut wie es geht von ganzen Spaß verstreben und hoffen, dass das dann so ausreichend hält. Das Problem ist einfach im Gegensatz zum Trike oder zum Fahrrad die schiere Länge, dass du von ganz unten bis ganz hoch musst. Und das ist einfach das größte Problem hier. Und dann hast du hier oben auch, sag ich mal, 4 Kilo, das sind bestimmt 4 Kilo, 4, 5 Kilo, die das ganze Solardach hier oben wiegt. Und das ist natürlich eine Masse, die hin und her schwingt auf die Länge, ne? Also ich riskiere es. Ich fahre es nochmal auf den Baumarkt und hole nochmal mehr von den Dingern. Das ist deutlich stabiler. Und ich werde es erstmal, also im allerletzten Schritt, wenn das auch nicht geht, muss ich das Solardach auch nochmal komplett in den stärkeren Detailen machen. Aber ich werde jetzt erstmal nur die hinteren hier nochmal mit austauschen, weil das ist vorne so massiv stabil geworden. Das ist massiv, aber es schwingt deutlich weniger in einem Rahmen, wo ich sage, okay, das ist akzeptabel, ne? Da könntest du durchaus mit leben bei der Fahrt, ne? Deswegen tausche ich jetzt die hinteren auch noch mal gegen 25er aus. Tja, und dann schauen wir mal. Leute, ich habe jetzt nicht weiter gefilmt, weil ich musste mich so konzentrieren, weißt du, dass ich das hinkriege ja mit meinem Spatzenhirn. Alter, aber es ist stabil. Ich kann damit fahren. Also ich kann jetzt noch nicht fahren, aber ich kann es euch zeigen, ne? Ne? Wenn du ganz normal fährst, das funktioniert wunderbar. Schwingt so gut wie gar nicht. Also beim normalen Fahrverhalten hier ist das überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Schlaglöcher und so müssen wir dann nochmal testen und so. Und ich mache noch Verstrebung rein, aber ich bin guter Ding. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass es klappt jetzt. Ich war eigentlich schon mehrfach am Aufgeben und habe gedacht, nee, das ist Materialverschwendung, das ist sinnlos, das kriegst du sowieso nicht hin. Und ich denke, ich krieg's hin. Ey, und mal Real Talk dafür, dass ich das da unten mit diesen Holzklappen alles gebogen habe. Da sind meine Handgelenke jetzt komplett im Eimer. Diese 25er Rohre per Hand gebogen, ist das ziemlich gerade geworden. Ne? Guckt das mal an hier. Das ist gar nicht so schlecht. Da kann man mit arbeiten. Also es schwingt natürlich noch ein bisschen nach vorne und nach hinten, aber man kann damit fahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit jemals fahren wäre mit dem Solardach nach den Fehlschlägen die letzten Tage. Ey. Ist geil. Solaranlage lädt schon mal. So, die Kiste ist fertig verkabelt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas seht. Es ist viel zu sonnig. Also ich habe das alles jetzt hier schön verschraubt, beziehungsweise von der Rückseite einfach Kabelbinder durchgezogen. Das hält wunderbar und ließ sich viel besser machen, als in der Kiste zu schrauben. Jetzt wollte ich ja eigentlich die Kiste hier mit so einem Schnappriegler verriegeln, aber ich habe ja feste Schraube, sitze ich ja auf dem Ding. Das ist ja eine dumme Idee. Ja, scheiße. Hab's doch hinbekommen. Musste den Riegel nur kürzen, also ein Stück abgeflext. Oder geht. Jetzt die Kiste wirklich richtig schön zu. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist hier, dass die Elektronik in der Kiste nicht eventuell zu warm werden könnte, weil ja staut sich schon ganz schön die Wärme drin. Wobei ich ja extra hier den Auslass hier für die Gurte ein bisschen ausgefräst habe. Eigentlich müsste das reichen, dass das durchzieht. Das müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall lade ich den Akku jetzt hier schon schön per Solar und auch gleichzeitig den hier. Das gucken wir uns gleich mal in der App an. Es funktioniert hervorragend. Da oben sieht man quasi 107 Watt lädt der Roller gerade in den Hauptakku rein, den Zusatzakku, den ich reingebaut habe. Hier unten sehen wir nochmal den Zusatzakku. Da sieht man nur eine Leistung von 137 Watt. Macht auch Sinn, weil es gehen 250 ungefähr raus. Damit wird der Roller-Akku geladen von dem Zusatzakku aus und gleichzeitig gehen ja die 107 Watt hier oben rein. Also sind es ungefähr 250 Watt. Jetzt gucken wir nochmal direkt in den Roller. So, und jetzt sind wir mit dem Roller verbunden und wir sehen, der Roller wird mit 223 Watt geladen. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert ganz genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zumindest für den Moment. Die Frage ist natürlich, wie verhält sich das bei längeren Fahrstrecken und so weiter. Aber dafür können wir erfahren und das rausfinden. Und ja, ich bin schon mal mega zufrieden. Ne? Ich meine, guckt euch das Ding an. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Bis auf das Solardach von unten, weil ich das ja zerpflückt habe. Das war ja nie für den Anwendungszweck gemacht. Aber mein Gott, wer guckt hier unten hin, ne? Aber so an sich gar nicht so dumm.
fehlt nur noch der Bezug von der Oma. Und dann können wir schon die ersten Testfahrten machen, wobei ich natürlich mich nicht halten kann. Der Bezug wird noch ein paar Tage dauern. Ich muss natürlich auf jeden Fall schon mal eine Runde fahren mit dem ganzen Gerödel hier und gucken, wie es aussieht. Auf jeden Fall sind die Kabel jetzt erstmal alle so schön verstaut und festgemacht, dass sie nicht vibrieren und die Stecker sich nicht abvibrieren können. Und es müsste eigentlich alles gut funktionieren, theoretisch. Ich habe jetzt die Kamera nicht mitgenommen, ich bin gerade so ungefähr 10 Kilometer gefahren. Total geil. Ich zeige euch das dann. Wir machen zusammen auf jeden Fall noch eine kleinere Tour, bevor wir eine größere Tour machen. Bei richtig starken Bodenwellen, bei hohen Geschwindigkeiten, dann schwingt das nach vorne und hinten ziemlich stark. Sogar so stark, dass es mich die Kiste leicht so minimal anhebt hinten. Ne? Die ist ja nur mit eben Spanngurt festgemacht. Aber das sind dann schon wirklich Extremsituationen. Ne? Wenn du ein kleines bisschen langsamer drüber fährst, halt nicht voll ist, mehr drüber brezelst, dann geht das auch. Und so auf den normalen Radwegen und alles mögliche, selbst auf so einem Schotterweg überhaupt gar kein Problem. Ne? Schwingt das ganz leicht vor und zurück. Das kann man bestimmt noch verbessern mit einer Extrastrebe nach hinten, aber ich denke, dass das so auf jeden Fall erstmal gut ist. Bevor wir dann jetzt die Tour machen, gibt es noch zwei Kleinigkeiten zu erledigen oder eine. Ich muss noch den Laderegler umprogrammieren, der quasi vom Zusatzakku in den Hauptakku vom Roller lädt. Denn momentan ist es so, dass der Rollerakku durchgehend bei 100% ist. Und ich werde ihn umprogrammieren, dass er den so bei 90% hält. Dann halten die Zellen einfach länger. Und das gleiche mache ich mit dem Zusatzakku, dass der halt auch maximal auf 90% geladen wird. Und dann hält der ganze Quatsch auch wesentlich länger. Ne? Also die Zellen halten einfach deutlich länger, wenn man die nicht immer komplett voll lädt, sondern so bis 90%, sage ich mal. Sehr trauriger Moment für mich, aber so ist das manchmal im Leben. Ich habe mich ja bewusst am Anfang nicht mit der Thematik rechtlich auseinandergesetzt, weil dann hätte ich es von Anfang an gar nicht umgesetzt. Das ist eh klar, weil das garantiert tausend Gründe gegeben hat, warum man das nicht machen kann. Das wie mit dem Fahrradumbau, Bafang und so eine Späße halt. Ne? Wenn du es ganz genau nimmst, gibt es immer irgendetwas, was das Ganze verschärft. Der Punkt ist einfach, beim E-Scooter ist es nochmal deutlich schärfer als beim Fahrrad, weil das halt richtig als Kraftfahrzeug gilt, im Gegensatz zum Fahrrad bzw. Pedelec, was ja einfach nur als Fahrrad zählt sozusagen. So, ich habe mit meinem Anwalt telefoniert und gesprochen und der hat halt ganz klar gesagt, wenn Sie damit in der Öffentlichkeit fahren und ein Hater mich anzeigt oder irgendwas, dann hat sich das erledigt. Wie gesagt, beim Fahrradpedelec, Fahrradwohnwagen ist das alles nicht so dramatisch. Aber hier, weil das halt nicht bloß noch ein Tretroller ist, sondern er hat ja ein richtiges Kennzeichen, es ist richtig ein Kraftfahrzeug, was richtig eine ABE hat, die dazu bekommst, bekommst du beim Fahrrad ja alles nicht dazu. Und ja, deswegen ist das, um es kurz zu machen, deutlich schärfer als beim Fahrrad. Ne? Aufs Fahrrad kannst du so ein Solardach bauen, das ist in der Regel kein Problem. Und ja, deshalb habe ich mich entschieden, dass es keine Videos davon zu sehen gibt, wie ich eine Tour mache oder wie ich irgendwo damit rumfahre draußen und so weiter. Ne? Deswegen gibt es hier nur die Aufnahmen, wie ich auf dem Gelände rumgefahren bin. Mehr wird es dann auch nicht geben, weil das ist es mir dann im Endeffekt nicht wert. Ich hätte es euch gern gezeigt, ich hätte gern mit euch zusammen ein paar Touren gemacht. Ne? Weil das Fahrverhalten für den Teil ist schon genial, hätte ich nicht gedacht. Es ist sogar durch das Sitzen und durch diese ganze Konstruktion stabiler geworden. Also wenn du am Fahren damit bist, kannst du sogar eine Hand vom Lenker runternehmen und kannst ganz normal damit fahren. Richtig gut, ne? Wenn du stehst, eine Hand, wird das total wackelig und irgendwie ist das Ding auch träger geworden durch das Solardach, was sich eher positiv aufs Fahrverhalten auswirkt. Also ein Langstreckenbiest, sage ich mal. Ne? Da eine schöne Sitzunterlage drauf und da kannst du fahren ohne Ende. Das ist einfach total geil. Aber wie gesagt, das Projekt ist dann an der Stelle hier beendet. Immerhin habe ich es umgesetzt und zur Funktion gebracht. Ne? Also ich habe meine Erfahrung mit Solardach gesammelt, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das hilft mir auf jeden Fall dann bei meinem Pedelec weiter, bei meinem Trike, was dann in 4 bis 8 Wochen kommt es, glaube ich, geliefert. Da werde ich auch sowas draufbauen, bloß halt ein bisschen größer. Und ja, ist zwar ein bisschen schade, ist ein bisschen bitter, aber es ist besser so, ne? Weil es wird garantiert irgendjemanden geben, der mich deswegen anzeigt. Es gibt immer irgendwelche Leute auf dem Kanal, denen irgendwas nicht gefällt oder die danach suchen. Und von daher ist es, denke ich mal, das Beste so. Ja, das war's dann eigentlich schon mit der Videoserie, Freunde. Und ja, ich hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen. Ja, wie auch immer, ich werde es halt trotzdem hochladen, den Bau. Das ist ja völlig okay, dass es nicht komplett umsonst war, videotechnisch. Habe ja ein bisschen was gefilmt.
Und ansonsten lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao.